So, der Star Wars Club, den wir ja nun mal auch haben, Star Wars Club. Wir wurden gefragt, erklär uns doch mal, was los ist mit YouTube und den sogenannten sozialen Medien. Also die sozialen Medien sollen ja demnächst haften für Urheberrecht. Das heißt also, jemand ist jetzt sauer, weil ich dieses Bild benutzt habe. Dieses Bild ist aber mein Eigentum. Dieses Bild habe ich selbst hergestellt. Auch die Laminierung. Und das ist ein Bild, was als Dekoration hier an der Wand hängt. Aber wenn jetzt jemand sagt, Urheberrecht, das mal. Also irgendjemand möchte irgendjemanden Böses. Und da hat die EU sich gedacht, jo, jeder darf jeden, jeder darf wirklich jeden, etc. pp. Wegen Urheberrechte, bla bla bla. Und da sollen YouTube, Facebook, alle sollen haften für ihre User, die da ihre Sachen machen. So, auf uns Älteren hört ja eh keiner, ihr wisst ja eben alles besser. Ja, ein 10-Jähriger erklärt euch den Ersten Weltkrieg, finde ich toll, finde ich super toll, macht weiter so. Ein 10-Jähriger erklärt euch den Untergang, was weiß ich, ja, alles genial, alles applaudiert. Wenn wir aber die das da erfunden haben oder dazugehört haben, um dieses zu erfinden, ja, ist ja nicht einer, ich meine, einer erfindet, das ist die sogenannte urheberrechtliche Geschichte, Continental zum Beispiel, dieser Reifen, hat natürlich einer erfunden, indem er da zu Hause mit seiner Frau zusammen da Teer und so weiter gebrutzelt hat und daran verstorben, und heute fährt jeder den Kontinentalreifen zum Beispiel. Ja? Also Urheberrechte, bla, hin und her und was weiß ich nicht alles. Man kann etwas komplizieren, man kann etwas kaputt machen, und das hat die EU vor. Die EU hat sowieso vor, alles zu zerstören. Will keiner glauben, wieso auch glauben ist, ne, vergessen wir mal, aber ist halt so. Die gesamten Verordnungen, auch die Datenrechtsschutzverordnung, ist doch alles, schaut es euch mal genau an, das ist doch totale Willkür da. Das ist Beschäftigungsindustrie, da willen die Lobbyisten, was weiß ich, vom Datenstecker da bis, was weiß ich, jemanden das aufs Auge drücken, um es mal so gesagt zu haben. So, YouTube etc. sollen haften, deswegen ist klar. So, wenn man das alles sieht, Netflix zum Beispiel hat 10 Milliarden Schulden und macht weiterhin Schulden, damit das so läuft, wie es läuft. Denn sie kriegen ja auch Geld rein und dann wird das abgegolten und so weiter. Das kann aber auf Dauer nicht gut gehen. So, und das passiert jetzt halt bei YouTube und wie die alle heißen, dass die plötzlich zu Ader gelassen werden sollen, weil irgendein Musiker da seine... ist an sich seine Sache. Der Musiker hat es auf eine Plattform hochgeladen. Das ist sein Wille, den hat er gemacht. So, und wenn jetzt ein anderer das adaptiert, an sich müsste es so eine sogenannte Schlüsselfunktion geben, wie früher auf den VHS-Bändern, die kann man nicht kopieren. Ein sogenannter Kopierschutz. So, und irgendwelche Schutzmechanismen könnte man auf den Weg bringen, und wenn irgendeiner dieses dann nimmt, was er nicht sollte, und produziert es für sich selber, dann hat er ja einen Gegenstand, also einen gewissen Schlüssel benutzt, um das sich zu holen. Anders geht es nicht. Also man könnte irgendwelche Algorithmen da hochfahren, wo man dann, wie gesagt, definitiv nachweislich etwas hat nehmen müssen, um daran zu kommen. Das wäre an sich so eine sogenannte Sicherheit. Aber da denken die ja gar nicht dran. Die denken ja nur an sich selber. Die EU besteht aus sehr vielen Rechtsanwälten und so weiter, die versuchen, an Geld zu kommen. In der heutigen Zeit schlachten wir uns ja gegenseitig. Keiner kennt seinen Vermieter. Die, die Glück haben, den zu kennen, die leben also gut. Die meisten leben aber in der Immobilienkriminalität, wo man keinen kennt, wo man 12, 10, 7 Jahre hinter seine Nebenkostenabrechnung hinterher rennt und was weiß ich nicht alles. Und will man den Eigentümer zum Beispiel benennen oder fragen, kommen Anwälte. Ja? Also das ist die andere Geschichte, wo wir alle so ein bisschen drin leben. So ungefähr müsst ihr euch das also auch vorstellen mit YouTube. Irgendwie, irgendwo ist jemand, und dann soll YouTube dafür haften etc. pp. Den sogenannten Ausgleich tätigen zum urheberrechtlichen Verfahren und so weiter und so fort. So. Die eine Seite sagt, wird nicht geschehen, warten wir ab, was da geschieht. Auf der anderen Seite wird natürlich, wird abgeschaltet und so weiter und so fort.
auf eine Art, wenn ich drüber nachdenke, 1995 hat man sich das ausgedacht, World Wide Web, YouTube war auch noch eine kleine belgische Firma und so weiter, das waren alles kleine Firmen, Sevenload, Kivigo und Clipwish, MyVideo, das waren alles so kleine Unternehmungen, die dann nach und nach weggekauft und so weiter. So, die viele wissen noch gar nicht, dass es sowas, solche Plattformen gibt, braucht ihr nur bei Google eingeben. Dann seht ihr, da laufen noch einige alte Videofilme, die wirklich sehr alt sind. Ja, also wie gesagt, warten wir es ab. Ja, warten wir es ab. Netflix kann, wie gesagt, irgendwann fallen, wenn Disney Plus kommt. Disney Plus hat da eine Menge vor. Leider, Gott, oder Gott sei Dank, erst in Amerika. Ob es jemals hier freigeschaltet wird, wissen sie auch noch nicht. Aber jedenfalls sollen da neuartige Plattformen kommen. Also mit Amazon Prime zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, auch bei den sogenannten 18-jährigen Filmchen, da wo man seine ganzen Daten eingeben muss, um so einen Film sehen zu dürfen, das ist auch so eine gewisse Sache, da bin nicht gern bereit, alle meine Daten freizugeben, die halt staatlich relevant wären. Andere Daten darf man alles wissen, Schultergröße, Kopfgröße, ihr wisst schon, was ich meine. Aber nicht jetzt staatliche Nummern, die da missbräuchlich irgendwo in einem Datenpool plötzlich reinrauschen, da nur weil man einen Film ab 18 sehen will. Clint Eastwood zum Beispiel ist ein Western. Ja, diesen Western bei Amazon Prime kannst du nicht sehen, weil der angeblich zu brutal und deswegen unter einem Schlüssel, da muss man seinen Ausweis, seine Nummer einbringen. Zum Beispiel. So, also wie gesagt, ob YouTube geht oder YouTube nicht geht, wird sich zeigen. Das Problem an der EU ist, dass die gesamten Verordnungen gegen den Menschen, nicht für den Menschen. Das ist also schon mittlerweile, sollte das durchgesickert sein. Ich finde es sehr amüsant, wenn 1200 Menschen demonstrieren bei 83 Millionen, die hier wohnen und sollten knappe 230 oder 300 Millionen hierhin dürfen durch das, was am 11.12. da unterzeichnet werden soll in Marokko. Können wir uns mal überlegen, 20 Millionen in jedem Bundesland, ob das alles so supi ist, ich weiß es nicht. Ne? 16 Bundesländer, 20 Millionen neue Bürger, das ist schon eine Riesenstatistik und so weiter und so fort. Und dann E-Autos für alle, ja, das ist auch so ein super, weil alle, die da kommen, stellt euch vor, Deutschland hat 300 Millionen Menschen und alle wollen Auto fahren und alles mit E-Auto. Denkt doch einfach mal drüber nach. Denkt doch überhaupt mal drüber nach, was da bei Facebook so gepostet wird, was bei Facebook rauf und runter und was Facebook euch freischaltet, damit ihr da schön drunter posten könnt. Und so sieht es halt auch aus bei YouTube. So, warten wir es ab. Wie gesagt, das ist Sir Darth Maul in unserem Star Wars Fanclub hier. Ihr seid ja wirklich willkommen bei Star Wars A bis Z, macht da, sprecht von A bis Z, ja, und was euch gefallen sollte bei Star Wars, schreibt es rein und dann könnte es sein. Also wie gesagt, wir Älteren, wir sehen das alles ein bisschen ruhiger, wir wollen hoffen, dass das alles bleibt. Der eine ruft auf, zu den Russen rüber zu gehen, nach VR, dass Facebook die Amerikaner links liegen, macht was ihr wollt, seid froh da, wo ihr seid. Ich weiß, Instagram gehört mittlerweile auch zu Facebook, zu Herrn Zuckerberg. Ist halt so, müssen wir durch. So, andere lieben halt die Selfies, das sind die Selfie-Darsteller. Und die anderen, wir sind beruflich halt, warum man sich überhaupt die Mühe gibt, da reinzusprechen, um euch aufzuklären, mit euch über Star Wars zu philosophieren, weil Star Wars gehört uns überhaupt nicht. Ja, wir können aber philosophieren, weil es Spaß macht, weil das so eine Art Bruderschwesternschaft ist, sich auszutauschen, auch in der sogenannten Bekleidungsindustrie, ja, mit dieser Bekleidung spazieren zu gehen, ja, ein Cosplayer zu sein, eine Maske zu tragen, eine Maske selbst herzustellen, das macht ja auch tierisch viel Spaß als Gemeinschaft. Star Wars ist eine wahnsinnig große Gemeinschaft, die halt ein bisschen gespalten ist im Moment. Ist halt so, müssen wir durch, ja, wie Resistance zum Beispiel ist und bleibt eine Geschichte für sich, müssen wir auch durch, ja, ist halt so. Ich würde alles so ein bisschen mehr mit Humor nehmen. Ich meine, 95 haben wir doch für Cebit vorgestellt, hier World Wide Web, User, AOL, ICQ, Skype, oh, herrlich und so weiter. Ja, und jetzt werden wir in die Steinzeit zurückgebombt,
Ja, wo die Bilder laufen lernen, so ungefähr, ja. Alles klar, also bleibt cool, Leute, bleibt cool. Warten wir ab, wäre schade, wenn wir wirklich nicht mehr solche lustigen Sachen sehen dürfen mit Kätzchen, mit Hündchen, Tierwelt, lustig und was weiß ich nicht alles. Mittlerweile habt ihr schon gemerkt bei Facebook? Wenn ihr also diese Tiervideos anmacht, ein paar Sekunden später kommt knallharte Werbung, ja, knallharte Werbung. Und dann geht es mit den Tierfilmchen weiter. Cool gemacht, ne? Also ich will mal drüber nachdenken, was auf euch zukommt. Bei euch, das Internet soll hochgradig vermarktet werden, versteht ihr? Wir sollen nur noch konsumieren und irgendwann blechen wir dafür. Ja? Unter uns, punkto blechen. Die Gebühreneinzugszentrale. So, an sich ist das nicht richtig, weil kaum einer, ne, hat Fernsehen und so, sondern bleiben wir da, wo wir sind, bei der Gebühreneinzugszentrale. ZDF, ARD mit Funk bei YouTube. Funk ist der Oberbegriff von ARD. Haben schon weit über 50 Einheiten dort. So. Ist also die GEZ, also die Gebühr an sich drin, weil ohne Plattform, sage ich jetzt mal Telekom 1 und 1, keine Ahnung, wie die alle heißen da, ihr seid bei einem Browser. Dann soll der Browser doch bezahlen. Der Browser soll auch die Gebührenordnung bezahlen, oder nicht? Weil wir sind doch schon da drin. Ob ich jetzt ein Telekom-Kunde bin und jetzt hier browse, mein Video hochlade, uploade, downloade oder bei YouTube oder bei Facebook oder irgendwo unterwegs bin. Ja, ne? Also das ist die Welt der Elektronik. So, darauf will ich hinaus. Warum sollen wir dann noch zahlen? Na, nur weil wir eine Wohnung haben. Oder warum wollen wir Firmen hier Rundfunkgebühren bezahlen, die gar keinen Rundfunk haben. Die hören nichts, sehen nichts, wissen nichts, müssen halt auch über unseren Provider ins Netz umhören, sehen, um uns zu informieren. Also ich würde mal darüber nachdenken, ob das alles so seine Richtigkeit hat, 3, 4, 5 Mal abgekocht zu werden. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht. Denk mal bitte drüber nach. Mach mal den Apparat da oben an. Na, lass die Synapsen mal ein bisschen rauchen. Okay, macht's gut. Ich muss zu meiner Elektronik.